Gut, Rotsch mir seinen der Jivo und assoziiert mit Jiddisch und Miserachiden, seinen mir Jäkes bei unseren öffentlichen Programmen. Wir heben uns Kimmat zu der Zeit. Ich begrüße alle men im Namen von Jivo. Ich bin David Braun, ich bin der Direktor von der intensiver, der akademischer Direktor von der intensiver Sommerprogramm für jiddischer Sprache, Kultur und Literatur. Aufgenommen von Uriel Weinreich beim Jivo. Und wir haben heute das Vergnügen, dem Covid zu haben, Professor Gennady Estreich für unser Lektor auf der Thema Kiew und Kharkiv, zwei Zentren von der jüdischen Kultur von 1917 bis 1941. Nur ein kurz Wertale wegen Gennadys beweisen sich. Chodsch Gennady ist ein Professor in New Yorker Universität, in NYU, ist er aber jetzt nicht in New York, wir sind in New York, ein Teil von der Sommerprogramm bei Mivo ist in New York und der andere Teil ist über der ganzen Welt. Also ja, wir haben dem Sommer zwei Programme, die kommen vor einseitig und dank der Technologie und dank der neuen Konjunktur von der Welt haben wir die Möglichkeit zu haben, Professor Estreich mit uns. Wir haben sie verbeten, geprüft haben wir Lektor mit etlichen Jahren zurück, als das Leben ist gewähnt, Ponne mal Ponne. Und jetzt haben wir die technologischen Mittel, Möglichkeiten zu hören, Gennady Estreich über der ganzen Welt. Danke für den Kommen, für den Annehmen unserer Verbetung, Gennady, und ihr habt das Wort. Dank, ja, primär ist zu kommen von einem Zimmer in ein anderes Zimmer, ja, das ist jetzt die Meile, also jetzt sagen, euer Bekenntnis, sondern von der Meile, ja, von dem Zoom, von dem Als, was mir Leben nicht stimmt, ja, wirklich. Ich weiß, ich habe schon, es ist gewähne Zeit, wenn ich habe getracht zu schreiben ein Buch, also, und öfter will ich einmal anschreiben, Tage wegen Kiew und Kharkiv, demal habe ich das gerufen, Kharkiv, jetzt rufe ich das mehr Kharkiv, ja, in dem ukrainischen Nussach hier. Weil das ist von deswegen sehr eine interessante Thema, wie auch die zwei Städte haben gespielt, also eine wichtige Rolle in alles, was ist verbunden mit Jiddisch, in Jiddisch, in Sowjetenverband, aber das ist gewann breiter wie in Sowjetenverband. Und haben wir Anheben von seinem Anheben. Das heißt, es direkt geht wegen die zwei größten ukrainischen Städte. Ja? Ein Stadt ist sehr alt, ist, ich weiß, alt, mir sagt von dem 7. Jahrhundert, aber ich weiß nicht wie. Und Kharkiv ist mit 1000 Jahren jünger. Aber was hat sie vereinigt in die zarische Zeiten, bis der Revolution in 1917, als beide Städte seien gewesen, mich kurz dem Trunkermäuschen. Das heißt, dass nur gewisse Kategorien von ihnen haben gekannt sich dort besetzen. Ja? Und die Kategorien sind gewähnt, was sehr reiche Jiden, sie sagen mal, doch sagen die meisten, wenn ein Mensch ist reich, bekommt mehr. Ja, auch trotzdem haben wir gesagt, der Leute nicht gehabt, euch Menschen, was haben bekommen eine Bildung, bei der ich glaube, die höhere Bildung, die universitätische Bildung. Und euch andere, die gewesen sind, Zellner von der russischen Armee, und auch gewisse Kategorien. Das heißt, dass die Bevölkerung ist gewann begrenzt. Die Bevölkerung ist gewann begrenzt mehr oder weniger bis die Jahren von der ersten Welt, wenn der Trum Chamoyshev ist faktisch, ist verblieben noch, also sozusagen, in der legalen System von der russischen Imperie. Aber von deswegen ist gewann geringer für jeden sich besetzen in die Stadt, weil Asachiden haben gemusst oder mich hat sie ein Stub getan, sie sollen herausfahren oder mich hat sie herausgeführt von der Sonne, von der Melchome. Weil damals ist gewann auch schade, sie haben zwei Sachen. Und ich weiß nicht, die Proporz von die, was sie in der Wege vor, zu welchem Teil haben sie geirrt, ich habe keinmal nicht gesehen als eine Statistik. Einige hat man postet alles getrieben von der Sonne, weil hat gehabt, als auch schad, als die Jiden sind gewesen mehr auf der deutschen Seite, ja, und hat mitgeholfen, die Deutschen sozusagen, es ist gewesen als ein Klang und wie ein
Пойл Йойце фон им Кланг, вот мен Асахидн, а дойс гитлиб фон дэр зон. Он за ин гивенах Асахидн, за ин коштавэги фон, вэл Малхомы за Малхомы, он меншин хоб нет гивол дуат инзай. Он ди фраги из гивен ву zu besetzen, die Böseke Teusenter und Teusenter Kleite, wo sie in der Wege oder alles mit ihm geworden von der Sonne. Und darüber hat man gemacht, nicht als ich trink, die Grenze von dem Trumhamus. Also ist on, zu wachsen die Bevölkerung, jüdische Bevölkerung in Kharkov und in Kiew, was ist früher gewesen, ganz begrenzt. Ну, no, noch der Weltmalchome ist gekommen, die Revolution, was der Trumhamoschef ist in ganz noch geschaffen geworden. Und Kiew hat dann zu spielen Afirinike, sehr viele Differinike Rolle in dem Teil von der russischen Imperie, was ist später geworden der Sowjetenverband. Weil die größte kulturelle Zentrum mit welchen wir verbinden bei der Klau und uns ist auch so gewöhnt, wie die Zentren von der jüdischen Kultur, Warsche und Wilne, sind verblieben in Polen. Mit dem zerbrechen sich von der russischen Imperie, seien sie auch weg von dem, was ist später geworden, der Sowjetenverband. Wilne ist dennoch reingeführt werden in den Sowjetenverband, aber du hast schon gewöhnt, das auch später. Und Kiew ist verblieben der wichtigste Zentrum von jüdischer Kultur. Weil noch vor der Revolution hat sich dort geschaffen, als Wiewe von den Menschen, die sein Gewinn verinteressiert, verliebt, oder es haben viele gespielt eine bessere Rolle in Schaffen jüdischer Kulturprodukten, also sozusagen kulturelle Produkte. Kodem Kol, sein dort Gewinn einige jüdische Schreiber, wo später hat man sie angerufen, die Kiewer Gruppe. Und die Kiewer Gruppe, was hat sich kristallisiert noch vor der Revolution, hat genommen spielt eine zentrale Rolle nach der Revolution in 1917 und später. Die zentrale Figur ist dort gewesen, kann man sagen, der Schreiber David Bergelson. Und noch eine Gruppe Schreiber. Und da geht auch der Dire von David Bergelson. Und man darf sagen, dass David Bergelson hat gestammt nicht von den Kapsonen, also es ist nicht mehr abalabatische Tiere bei ihm. Hat sich zu einer geblieben, eine Gruppe Schreiber, Enthusiasten von Jüdisch und so weiter. Und das ist gewesen ungefähr Jahr 1918. Und es ist gekommen die Idee, lassen wir schaffen als eine Sache, wie die jüdische Kultur liegt. Von Wand ist gekommen, die Idee ist ein bisschen so nicht klar. Es ist gewesen, etwas zu ungetappt, es ist gewesen, eine Idee zu schaffen, eine russische Kulturliga oder etwas, was. Jedenfalls hat sich kristallisiert als eine Idee, zu schaffen, eine jüdische Kulturliga. Was ist wichtig? Als Ukraine ist in jener Zeit ist gewesen, eine besondere Medina. Wir können reden, auf wie viel besondere, auf wie viel unabhängig ist sie gewesen, aber von deswegen hat sie gehabt eine Regierung. Und als die deutsche Regierung hat beschlossen, zu geben die Jiden Autonomie. Und das ist gewesen zum ersten Mal, wenn eine Regierung hat beschlossen, zu geben die Jiden Autonomie. Und sie ist geschaffen geworden in der Regierung als Struktur. Und die Struktur hat gebeten, dem Namen, aber bei der Klaue ruft man so an wie ein Ministerium. Ein Ministerium, was hat sich abgegeben mit jüdischen Sachen. Nicht alle mal hat es geheißen, Ministerium, aber wollen wir das also von deswegen anrufen. Das heißt, dass zum ersten Mal in der Geschichte, in der modernen Geschichte und nicht nur in der modernen Geschichte, hat sich bewiesen, ein Apparat, ein maluchischer Apparat, was der Ziel von dem Apparat ist gewesen, zu führen etwas, eine Kulturarbeit und nicht nur eine Kulturarbeit zwischen die. Und die Kulturliga hat sich bewiesen wie eine Biologie. Etwas, was hat mitgearbeitet mit dem Ministerium und einige Menschen, die sind in der Kulturliga, sind gewesen auch im Ministerium, die sind im Ministerium, ist gewesen in der Kulturliga. Was ist wichtig für uns, zu machen das kurz und scharf,
wegen der deutschen Kultur. Die Idee ist gewesen Nummer eins. Als wir bauen eine jüdische, eine moderne jüdische Nation. Und die moderne jüdische Nation ist basiert auf einer modernen jüdischen Kultur. Die Idee ist gewesen, ich rufe so an, mit etwas als Wort, wo es stammt man mehr von Englisch, eher von Jiddisch, aber auf Jiddisch sagt man euch also, a Substitution. Die Idee ist gewesen, also, es geht ein Kuck. Traditionell, was ist gewesen zu sein Aid? Das ist verbunden gewesen mit der Immune. Ja? Das ist gewesen verbunden mit der Religion. Aber sie haben geglaubt, die Menschen, was haben sie gekocht, warum der Kultur liegen, sie haben geglaubt, als ist es gekommen die Zeit von Weltlichkeit. Und die Frage ist gewesen, wie er soll zu bauen eine moderne, weltliche jüdische Nation. Das heißt, dass sie nicht gewesen gerät, im Ganzen abwerfen die Religion, aber von deswegen der Haupttrop ist von deswegen gewesen auf der Weltlichkeit. Und die Weltlichkeit haben sie verstanden also, als man nimmt daraus von Jüdischkeit, die Frumkeit, sie geht da weg. Und auf den Ort von der Frumkeit kommt die heuche jüdische Kultur auf Jüdisch. Es ist noch eine Frage, sie als eine Kultur ist gewesen zu jener Zeit, jedenfalls sie der Vernehm von der Kultur ist gewesen, als eine, wie ich habe geholt, praktisch ist nicht gewesen. Aber die Frage ist gewesen, gut, wollen wir bauen als eine Kultur? Das ist wichtig, das ist der Zentrum, von welchem die jüdische weltliche Nation wird auswachsen. Und das ist gewesen das Ziel von der deutschen Kultur. Zu bauen mit der Literatur, zu bauen mit Theater, zu bauen verschiedene Sachen, Musik, Kunst und also weiter alles, was wir reinnehmen in den Begriff von jüdischer Kultur. Es ist interessant, dass viele als der zentrale Organ von der Kulturreligie ist gewesen angerufen, der zentrale Komitee. Etwas Aparteiischkeit klingt in dem. Aparteiischkeit klingt in dem, aber in dem ist es gewesen als eine Sache. Als die Kulturreligie hat gedacht sein, nicht wie ein Teil von dem, was hat sie gekocht zwischen den Parteien und verschiedenen Parteien, sein gewesen, versteht sich um und um, reingerechnet Kiew. Aber die Idee ist gewesen, als wir sein Hecher, wir bauen die Nazi, wir bauen nicht die Partei. Das heißt, dass in der Kulturliga sein gewesen, Vorsteher von, ich weiß, verschiedene von dem Bund, von, es ist gewesen, damals, dass er auf eine kurze Zeit Partei, was hat sich gerufen, die Vereinigte, die Falkisten, die Polizianisten, verschiedene Parteien haben sich beteiligt in oder der Arbeit von der Kultur. Die Problem ist gewesen, das alles ist vorgekommen in der Zeit von dem Bürgerkrieg. Und das ist ein Paradox. Wenn man lehnt, ich vernehme sich schon längere Zeit mit der, aber sei wie sei, ist mir schwer zu verstehen, wie der soll das gewesen möglich. Von eins, das ist weiß ich nicht. Also ein gewesen Pogromen um mit tun. Reingerechnet Kiew. Aber in anderen Erden ist es gewesen noch stärker und auch in einigen Erden ist es gewesen noch stärker. Das heißt, dass Blut hat sich gegossen. Aber gleichzeitig hat die Kulturreligie geschaffen verschiedene Institutionen in etwas 100 Erden. Wer soll kein Internet, wie ihr versteht, ist damals nicht gewesen. Wie also haben sie sich verbunden und so weiter. Das ist eine Frage, was die Historiker darf noch trachten wegen dem zu verstehen. Die Proten von dem, wie das ist alles organisiert. Zu machen, wir sind sehr begrenzt in der Zeit, also ich mache es bekitzer. Ja. Bei uns geht es, alles bei uns, ich meine, in Oxford geht alles schon in Messer von gemacht ein Vierteljahrhundert von Sof 20. Jahrhundert geht aus eine Serie Bücher, was ein gewidmet der Geschichte, der Literatur und alles, was ist verbunden mit Jiddisch. Und jetzt haben wir
dem 20. Band und der Band ist gewidmet den ganzen der Kulturlüge. Sie haben nicht darum alle Probleme und alle Fragen, was sie verbunden mit der Kulturlüge, aber von deswegen das etwas der Griechen, von dem, was wir werden sich heute lernen, etwas noch. Jedenfalls, die Kulturlüge hat existiert und in die schwere Jahre von dem Bürgerkrieg. Und so kurzauf ist Kiew geworden als sowjetische Stadt. Und mit der sowjetischen Macht ist gewesen als eine Sache. Als eine von den Zielen von der sowjetischen Macht oder eine von den Sachen, was mich Lektoren von Samaron Hippon, ist gewesen zu liquidieren die unabhängige Organisation. Oder nicht liquidieren oder machen sie sowjetisch. Jedenfalls, die sowjetische Macht hat nicht gekannt der Leute, als etwas einer Organisation soll sein, unabhängig. Viele in die sowjetischen Zeiten sind gewöhnt verschiedene Organisationen. Viele, wenn man sagen, ist gewöhnt eine Organisation von den Menschen, was haben gesammelt, Marques. Oder Organisationen, was hat sich vernommen, ich weiß, mit Fischerei. Ich weiß, mit verschiedenen Sachen. Aber die alle Organisationen haben gedacht, von deswegen sein unter dem parteischen und dem maluchischen Kontroll. Das ist in ganz unabhängigen Organisationen, das wird absolut unmöglich. Wenn ich bin gewesen jung und narrisch, oder wie mein Tate vielleicht sagen, wenn ich bin gewesen jung und hoch, ja, ist gewesen als eine Sache, in die studentischen Jahren habe ich geprüft, eine durchlosene Zeit und bis mich hat mich. Die parteiische Organe haben mich aufgestellt und gesagt, weißt du, sie darf sein, jede Zeit und alles, was sie kriegt, verwandt oder wird gedruckt, darf sein von etwas a parteiischen oder a meluchischen Organ. Ich habe nie gekannt, weiter noch arbeitslosen zu sein. Das ist zu illustrieren. Und die Kulturliga hat gedacht werden als sowjetisch. Das heißt, dass mich hat reingeführt Kommunisten, oder die, was eingeführt neuen zu Kommunisten, die sollen anführen mit der Kultur. Ihr kennt Lenin in einer Sachartikel, als das ist gewesen der Sof von der Kultur. Und dann ist das nicht so. Aber das ist gewesen der Sof von der unabhängigen Kultur. Das ist gewesen auch der Sof. Aber was scheint der Produktion, was die Restlich von der Kultur geht, ausgelöst sind der noch in die sowjetische Zeit, nicht das mit dem Ganzen. Weil immer sagen, der Verlag von der Kultur, das ist verblieben. Und hat getrogen dem Namen Asch bis in Jahr 1931, also hat er geist, der Verlag Kulturliga, ist gewesen der größte jüdische Verlag in Sowjetenverband. Später hat man geschaffen sind in Moskau und der Moskau Verlag der MS ist geworden der zentrale. Aber von dessen in die 20er Jahren ist der Verlag die Kulturliga ist gewesen der größte. Und er hat faktisch, also der anders, sind unter einander Namen und in einer anderen Struktur existiert bis der zweite Weltmelchom. Also ist die Zwiebel von der Kulturliga ist verblieben in Kiew, euch jedenfalls teilweise verblieben. Nachdem, wie die Sowjetische von deswegen verfestigt die Macht, die sowjetische Macht in Ukraine, ist beschlossen geworden, als Kiew ist nicht die richtige Stadt zu sein, die Hauptstadt, der Zentrum von der ukrainischen sowjetischen Republik. Weil in den Jahren von Unabhängigkeit, von ukrainischer Unabhängigkeit, hat Kiew bekommen dem Schirm von einer nationalistischen Stadt, von einer ukrainisch-nationalistischen Stadt. Also ist Kiew, ist schon nicht gewesen, koscher genug und man hat beschlossen, anzurufen wie die Hauptstadt, eine andere Stadt, Kharkiv. Kharkiv ist ein anderer Meister. Im Ganzen, von dessen ist die Stadt Asachi-Ingilia, im ganzen Jahr in Indien. Zweitens, ist das eine Stadt,
wo die jüdische Kultur ist schwer etwas anzutappen vor der Revolution. Zufällig hat sich bekommen so, als von Charkow in der Gruppe Studenten auf Wege von Kein Eretz Yisrael, mich hat sich angerufen mit der Gruppe Bilu, und das ist eine Seite in der zionistischen Geschichte. Aber wenn sie kommt zu Jiddisch, Charkow, was ist Charkow? Kiew ist ja. Kiew ist von dessen die Stadt, das ist Sholom Alechems Jehupetz. Das ist die Stadt, wo viele Vater der Revolution, wie ich habe schon gesagt, es gibt eine Gruppe Menschen, was haben geschrieben auf Jiddisch und gedruckt auf Jiddisch. David Bergelson ist gewesen dort sehr ein aktiver Mensch, ist gewesen Nachman Meisel, was später mit der Zeit in Warschau und danach hat er sich übersetzt in New York und hat gespielt eine wichtige Rolle in dem, was hat sich getan mit Jiddisch. In New York und andere Schreiber und andere Menschen. In Charkow ist gewesen etwas Pust. Aber in die Zeiten von der ersten Welt noch kommen, ist die jüdische Bevölkerung von Charkow stark ausgewachsen. Und wenn sie angerufen geworden, die Stadt ist angerufen geworden wie die Hauptstadt, das hat gemeint, als in der Stadt hat man genommen, schaffen verschiedene republikanische Strukturen. Das heißt, es hat geschaffen, an Abteilung oder viele Abteilung bei die Verlagen, wo man hat gedruckt jüdische Bücher. In Charkow ist eine gewisse Zeit, jedenfalls die Zeit, wenn es ist gewesen, die Hauptstadt, sind gewesen 8 jüdische Zeitschriften. In Charkow, das ist gewesen die einzige Stadt im Sowjetverband, wo sind gewesen 2 literarische Journale. In Minsk ist gewesen 1 literarisches Journal. In Moskau ist Bechalk ein literarischer Journal nicht gewesen, aber in Charkow sind gewesen 2. Es ist gewesen die Reuter Welt, sehr wichtiges Journal. Und es ist gewesen auch der literarische Journal, was wird getrogen, den Namen Prolit. Das ist gewesen die Kids, proletarische Literatur. Das heißt, es sind gewesen 2 Strome in der jüdischen Literatur. Es ist gewesen eine die Reute Welt, es hat getrogen, also sowjetischen Namen, die Reute Welt, aber in der Emerson ist das gewesen ein Hemmschicht von der Ideologie, von der Kultur. Es ist gewesen der zweite, der, was hat abgespiegelt, die Ideen von der proletarischen Literatur, von der proletarischen Kultur. Es ist gewesen der Mischugas, was ist dem auch gewesen, sehr verspricht. Die Idee, als man darf opwarfen die Bourgeoisie und das ist eine Schmatte, wer darf die Dosike Schmatte, so Sache hat man gerät wegen der Jerusche, ist Sholom Aleichem a Jerusche oder nicht kein Jerusche, was ist die Jerusche, von wann stammt die richtige jüdische Poesie, wo ist sie, öfter stammt es da von New York, von den proletarischen Schreiber von New York, a Bofschower, a Moritz Winczewski, a Moritz Rosenfeld, von den Otzelcher Schreiber, nicht von die, ich weiß was, Bourgeoisie schreiben. Und also, wegen dem hat man das auch gerät. Also, da sind gewesen die Kulturzwiebe, jüdische Kulturzwiebe, ist gewesen zerteilt. Und man hat sich gekriegt, man hat sich, wie man sagt, man hat sich gebutzt zwischen sich. Also, ich bin gerecht. Jedenfalls in Charkow ist das gewesen mehr vorgestellt wie in anderen Eltern. Es ist gewesen, euch das Wort, wo man hat gedruckt verschiedene Zeitungen. Es ist gewesen eine besondere Zeitung für jüdische Farmers, Poerim. Es ist gewesen eine Zeitung, was hat gedruckt etwas für die Arbeiter. Es ist gewesen euch, zumal die finden mir eine Zeitung, viele von der Fabrik. Es ist gewesen eine sehr interessante Zeitung, was hat getrogen dem Namen Der Stollener Nodel. Der Stollener Nodel. Das gibt eine Zeitung, was wird gedruckt 1500 Kopien und da dachte ich, Faktion ist gegen einmal eine Woche, glaube ich. Und das ist gewesen Post von einer Fabrik. Aber die Fabrik ist geschaffen geworden, also als dort haben die Arbeit sehr Sachen und ich habe versehen gedruckt als eine Zeitung. Das ist gewesen, als eine Sache wie eine Zeitung
von der Fabrik. Also solche Zeitungen sind gewesen nicht nur in Charkiw, solche Zeitungen sind gewesen in Kiew, solche Zeitungen sind gewesen in Moskau und davon noch in andere Städte. Du hast sehr wenig ausgeforscht, befragt noch, also solche Zeitungen haben sich seltene Nummern haben sich abgeht in die Bibliothek, in der Archiv. Und es gibt auch ein Theater dort in Charkiw auch. Und in Kiew es gibt ein Theater. Das ist, als wenn Charkiw ist gewonnen, die Hauptstadt, ist Kiew nicht verblieben, in ganzen Leipzig. Dort ist es gibt eine Zeitung in Kiew, sein gibt auch Institutionen verschieden. In Kiew ist Beismeisse ausgewachsen der Hauptzentrum von jüdischer Wissenschaft. Das hat getrogen noch verschiedene Namen, das ist eine Kathedre beim Universität, aber Sofkolsofi, das ist gewachsen wie ein Institut. Das hat getrogen dem Namen der Institut von jüdischer proletarischer Kultur. Und das ist gewesen die größte akademische Institution jüdische, nicht nur in Sowjetunion, aber auch in der großen Welt. Der Kiewer Institut ist gewesen nicht zu vergleichen größer wie der Riva, weil der Riva ist gewesen eine Institution, was gewesen abhängig von Menschen, ja, was am Menschen geben Geld, ein bisschen Geld. Ja. Der Direktor von Riva, Max Weinreich, was ein Programm trug den Namen, wie ich verstehe, von dem, was ich habe geforscht, hat geziehen die Chayune, hat verdient, Mercenteil, nicht von dem, was er gewinnt, der Direktor von Emiwa, aber von dem, was er hat gedruckt, seine Artikel in der New Yorker Zeitung vorwärts. Es ist ganz vergessen, da bin ich der Mann geworden, also in Meschek von langen Jahren hat Max Weiner geschrieben von vorwärts und gewinnt sehr wichtiger Journalist und hat geschrieben sehr schöne Artikel, ich meine, schön linguistisch und wichtig in den Inhalt. In Kiew ist der Institut geschaffen wie eine meluchische Struktur und der Institut gehört zu der Wissenschaftsakademie von Ukraine. Dort hat man geschrieben Dissertationen. Es ist gewesen viel Erfolg, wenn ein Mensch ist gekommen von Amerika und der Name von dem Menschen ist gewesen Alexander Pomeranz und er hat geschrieben sein Dissertation in Kiew, hat verteidigt in Kiew, das gewann gedruckt. Und das ist gewann eine Dissertation wegen die proletarischen Schreiber in Amerika. Aber es gewann klug genug, Epstel hat das schmeckt etwas und Epstel das gewann poschig zufällig, hat er sich umgekehrt in Amerika und in Amerika ist er Sofkolsof weg viele von der kommunistischen Bewegung und so weiter. Aber er hat mit wenig angeschrieben wegen dem Kiewer Institut, sich Rönes. Seine persönliche Sicherheit. Also es, in Kiew ist ausgewachsen und es hat Institutionen, in welchen es hat gearbeitet bis 100 Menschen. Ich kann sich vorstellen, 100 Menschen, es gibt eine besondere Linie mit eigenen Publikationen, akademischen Publikationen und eine akademische Tätigkeit hat sich geführt. Das heißt, dass wir jetzt bekommen sich etwas also ich habe sich zitiert, Kiew ist der akademische Zentrum und ein Zentrum von dem, was ist wie ein Hemmschicht von dem, was hat sich gezeugt von den Zeiten vor der Revolution. Und Charkiw ist gewesen ein Zentrum aufgebaut, gleich wie in Amidbar. Ja? Nachher hat sich dort bewiesen, die sowjetische, die verschiedenen Sachen. Es hat sich etwas dort abgetan. Lass mir sagen, dort hat sich eine gewisse Zeit gedreht als ein Mensch, wo sein Name ist gewesen, Kalman Zindman. In 1918 hat er angeschrieben einen utopischen Roman. Ich darf euch sagen, also ich weiß nicht, wenn ich habe übergelehnt, ob dem utopischen Roman sein, habe ich eine gewisse Zeit gedacht, zu schreiben über den utopischen Romanen auf Jiddisch Bechlau. Aber etwas habe ich nicht gefunden. Keine Scheuere, genug Scheuere. Ja. Und das ist gewesen eine Utopie von dem, wie das jiddische Leben wird aussehen
in Yotzen Literatur. Sie ist sehr interessant. Ja? Sie soll es dennoch, er hat es abgedruckt allein in Kharkov. Dennoch hat sein Sohn in Israel übergesetzt dem Roman auf Hebräisch. Und sie soll es wie eine Ausgabe auf Jiddisch und auf Hebräisch unter derselbe hier. Und es ist übergesetzt auf Englisch und also weiter und darum, ich bin nicht lang zurückgekommen von Leipzig, von einer Konferenz und dort hat man gerät euch wegen dem Kalman Siegmanns, von dem Roman, wo es hat geheißen, auf Jiddisch in der Zukunftsstadt Edenie. Ja, dort, das ist gewesen. In Kharkov noch eider, die sowjetische Macht hat von Göhn dort geschaffen, etwas als Struktur von dem jüdischen Leben. Was ist euch interessant dort zu sagen? Als in der ganzen Struktur von der sowjetischen jüdischen Leben, ist gewesen also, von einer Seite, aber da hat man das streng kontrolliert. Ideologisch kontrolliert, ich weiß, in die 20er Jahren ist das gewesen nicht so schön scharf, das hat sich transformiert in etwas, an einem so Scharfkeit schon in die 30er Jahren. Das ist das, aber das, jeder Kontroll ist gar nicht in Meile. Ob es ist gewesen, eine Meile in dem, glaube ich, es ist eine Meile, was die jüdische Zwiebel, die Zwiebel, was hat sich vernommen, abgegeben mit jüdisch, ist nicht gewesen im Ganzen abgesundet von der ukrainischen Zwiebel. Und von der russischen, aber mehr sind von der ukrainischen Zwiebel. Es haben gearbeitet in dieselben Verlag. Das heißt, es ist gewesen ein Verlag, wo man sagen, was hat alles gegeben, Bücher, aber derselbe Verlag hat gedruckt auf jüdisch und auf ukrainisch. Und das ist gewesen, was hat Obteilung in demselben Verlag, ganz oft sind sie gesessen in demselben Zimmer wie Miedermann. Noch mehr. Es ist gewesen als eine Sache wie ein Haus, ein Dierhaus, verschreiben. Ich habe das auch Häuser aufgebaut in Kiew. Ich habe gesehen, das ist eine Information wegen dem, als mich hat etwas Ähnliches gehabt in Minsk und dann war der in Moskau und in Kiew. In Kharkov ist ein Haus, was getragen dem Namen Slovo, was meint Wort. Yes. Und dort haben gewohnt jüdische, nicht-jüdische Schreiber zusammen, sind sie gewohnt Schenim und hat sie gekriegt oder sie sind gewohnt Freund. Ich weiß, zumal ist sehr neunter Freund, so zeigen sie geworden. Nur mehr sagen, der Führendiker ukrainischer Dichter Pavlo Tichina ist gewesen erschochen. Es haben gewohnt, da viele in derselben Dire, erschochen von einem jüdischen Dichter Leib Kvitko. Und Leib Kvitko ist geworden sein Lehrer von Jiddisch. Also ist Tichina hat gelernt Jiddisch, die übersetzen mit direkt übersetzen von jüdischen und da kann man sehen in dem, was er hat gedruckt, sein gesammelte Werk von Pavlo Tichina und vor allem Übersetzungen von jüdisch. Als Achois hat man später auch gebaut in Kiew, von 1934. Es ist etwas ein Teil, der noch hat man zugebaut, ein anderer Teil. Und wieder einmal kommen die jüdischen Schreiber und die ukrainischen Schreiber, die wollen zusammen. Ganz oft sind die jüdischen Schreiber, die werden gut beamt in Ukrainisch und die kennen gut die Sprache. Einige haben mal viele ungehörige Schreiben auf Ukrainisch. Lohne sagen, der führende jüdische Dichter von Ukraine, David Hofstein hat bei Monheim geschrieben Lieder auf Ukrainisch und auf Hebräisch. Und dennoch ist er lieber auf Jiddisch. Aber wenn man lernt in die Archiven und die verschiedenen Berichten von verschiedenen Versammlungen,
wurden dort verschrieben, was der hat gesagt, jener hat gesagt, sieht man das Kopfstehen auf solche gemischte Versammlung, mit normalistischen Versammlung, hat gelernt ukrainisch und hat gut ukrainisch, hat übergesetzt, einer dem anderen. Das heißt, das paradoxal ist, auch die Struktur von dem sowjetischen Leben hat euch der nähentert, die sowjetisch-jüdische und die sowjetisch-ukrainische Sphäre. Ich will nicht das idealisieren. Sein gewähren verschiedene Formen. Sein gewähren auch Formen von akloren Antisemitismus. Ja. Aber es gewähren euch etwas Schutfes, es gewähren euch Freundschaft. Im Jahr 1934 ist beschlossen geworden, als genug, als Kiew hat sich schön ausgereinigt, also ich zu sagen, von den nationalistischen Sachen von jenen Jahren nach der Revolution. Und Kiew ist wieder einmal angerufen geworden wie die Hauptstadt von Ukraine und von Demolton, aber das ist die Hauptstadt. Und wir sehen, wie die ganze jüdische Zwiebel von Kharkov, nicht in einem Tag, aber bislich weiß, kleibt sich über den Kiew. Und in Kharkov sind verblieben gezählte Menschen. Zu der Zeit, wenn die Malchome hat sich angehört, ich meine die zweite Weltmalchome, sind dort noch verblieben, also auch von die wichtigen Menschen, von den wichtigen Schreibern, ist dort noch verblieben der Schreiber der Nister und dort ist verblieben die Dichterin Hanne Levin und noch etliche Menschen, Literatur kennen und so weiter. Aber von den wichtigen Schreibern, von den zwei Menschen, sind verblieben in Kharkov. Und der Nister wird der noch sich besetzen, sich noch den Malchome besetzen in Moskau. Aber Hanne Levin hat sich umgekehrt von Evakuation und gewohnt in Kharkov und sie ist gestorben in Kharkov in den 70er Jahren. Ich denke, es ist wichtig. Was ist geschehen, da darf man sagen, etliche Bewertung wegen des stalinistischen Regimes, wegen des stalinistischen Repressions, welche sie seien angekommen in die 30er Jahre, so 30er Jahre. Besonders das Jahr 1937 ist das Jahr, wo die größte Zahl Menschen seien repressiert geworden. Der Paradox besteht in dem, und die Siebes von dem Paradox bleiben noch nicht klar. Als die jüdische literarische Zwiebel, ich meine, die, was haben geschrieben auf Jiddisch oder ich weiß, Literaturkritiker, ist jemand nicht angerührt geworden. Etliche Schreiber sind arrestiert geworden. Ein Schreiber ist gestorben und ein Literaturkenner ist gestorben. Der Schreiber, was ich gesagt habe, er ist gestorben in der Emerson, ich habe ihn erschossen. Ja, und der Literaturkenner ist natürlich gestorben. Aber das ist mir ein anderer Meister. Ich habe sie arrestiert, nicht weil sie ein Gewinn oder sich vernommen mit der jüdischen Literatur. Ich habe sie arrestiert, weil sie sind gekommen von Polen. Sie haben gegangen, die Grenze zu bauen, sich beteiligen in Bäumen als sozialistische Medine. Aber es ist gewesen in den 30er Jahren, es ist gewesen, das, was mich hat gerufen, die polnische Operation. Der Hauptzäune ist gewesen Polen. Polen ist gewesen auf der Grenze. Polen ist gewesen, der Zäune ist gewesen größer, mich hat es genommen, wie Lohme sagen in Deutschland. Und Menschen, polnische oder die, wo sind geboren geworden in Polen, gekommen von Polen, sind arrestiert geworden, verschickt in die Lagern oder erschossen geworden. Das ist gewesen eine größere Operation. Und zwischen sie sind auch gewesen Juden, wo sind gekommen von Polen. Ich habe gekannt, dass viele eine, was hat gearbeitet mit meinen Taten hier. Und mich hat ihn arrestiert wie ein polnischer Spion. Und er hat übergelebt 16 Jahre in die Lagern und danach ist er gekommen zu uns und erzählt seine Geschichte.
die gedenktes Biest, weil das wird gemacht hat, sehr stark in die 70er Jahre. Farvos hat man die ukrainische Schreiber, die was schon geschrieben auf Ukraine, zähnlicher und zähnlicher sein arrestiert geworden, umgebracht und so was. Farvos hat man nicht gecheppert oder kimat nicht gecheppert, die jüdische Schreiber in Ukraine, in Weißrussland, das ist ein anderer Meister, weiß ich nicht, ich habe nicht genannt, ab dem, von gesucht und so weiter, wir können wegen dem, wie gesagt, spekulieren, ja, oder der Fakt ist, also es ist gewähnt, auf sein gewähnt, ein paar Schreiber, was noch sehr arrestiert, und alles gewähnt, also ist es gewähnt. In 1940 hat man arrestiert, verschickt in Lager, und er ist gestorben dort, als ein Schreiber Chaim Gilgel. Aber dort ist er meistens für sich, ob er in dem Mond geschrieben. Er ist gewähnt sehr aktiv. Er ist gewähnt aktiv, und die Aktivkeit in Sowjetenverband, Aktivkeit hat er ausgerufen nach Schad. Nach aktiven Menschen hat man nicht gedacht. Also, aktive, die Aktive, was haben sich abgerufen auf dem, was die Partei sagt, gut, aber Posche zu weisen, dass ich bin aktiv, ich habe eine Initiative, Hass für Chalil. Dennoch ist gekommen die Malchome. Die Malchome wird beste davon. Aber die Deutschen haben okkupiert, nicht nur die Deutschen, sondern auch Rumänen und andere, was haben okkupiert ganz Ukraine. Und er weiß, da war der in Ukraine sein umgekommen, umgebracht worden. Sehr Asachiden in Kiew, in Kharkiv, in Kiew ist Babi Yar, in Kharkiv ist ein anderer Ort, sein umgebracht Asachiden. Und noch der Malchome, die, wo sein verblieben Leben, also der Andersch, haben sich umgekehrt in Kiew. In Kiew ist noch der Malchome, die jüdische Bevölkerung, die waren an der Chaza wie Vater Malchome, sind gekommen andere Menschen. Du weißt, Kiew kann man lehnen in Asach Qualm, als Kiew ist die samme antisemitische Stadt in Russland. Ich weiß nicht, warum das. Und wie also kann man messen, Antisemitism, wer ist ich weiß nicht, wer soll mir das? Mir macht etwas, ich weiß, mir vergleicht etwas, ich weiß nicht, wer soll. Wo ist der Instrument, was zu messen? Der Fakt allein von dem, was er so viel Lieden von sich besetzt wieder einmal in Kiew, stellt eine andere Frage. Oder gibt eine andere Schattierung zu dem Besuch. In Kiew ist noch der Malchom, ist wieder einmal geworden sehr wichtiger Zentrum, aber das ist gewesen nicht so wie Vater Malchom, aber dort noch hat sich besetzt eine hübsche Gruppe jüdische Schreiber. Und ich springe rüber, weil die Zeit flieht. Und eine von den größten Zoll Lehner von Jüdisch ist gewesen in Kiew, die was pflegen sich abonnieren auf also dem Journal Sowjetisch Heimland, das mich hat angerufen in 1961. Also ist Kiew verdient und Kharkov verdient, aber mehr sind Kiew verdient ein besonderer Ort, ein wichtiger Ort in der Geschichte von Jüdisch. In 20. Jahrhundert. Die Zorre ist, also ich weiß nicht, was wird sein mit Kiew, ich weiß nicht, was wird sein mit Kiew, und was wird sein mit Kharkov jetzt. Ja. Wir wissen, wo sie kommt vor, aber ja, so das, die ganze Zorre wird sich entwickeln weiter. Wie viele Lieden werden dort noch verbleiben, und sie werden dort noch verbleiben. Bechlau, Lieden. Aber sind doch Menschen, sei derweil sein noch da, Menschen sei in Kharkov, sei in Kiew, was interessieren sich mit Jüdisch, was vernehmen sich mit Jüdisch, was lernen mit Jüdisch. Und ich hoffe, dass wenn die schreckliche Sache wird sich verändern, werden einige von sie, jedenfalls, oder alle von sie, werden sich weiterführen, wie das geht.
Adam. Danke euch, Gnadi, ausgezeichnet. Wem ist interessant, gegen eure letzte Wörter. Wir haben verschrieben in unser Sommerprogramm, faktisch in dem Moment, Talmidim in Kiew. Also, ja. Mir ist beteiligt und nicht geguckt auf die Schwierigkeiten von beteiligten Sachen. Es ist sehr rührendig, das zu wissen und zu haben zu tun mit solchen Menschen. Wir haben Zeit auf etliche Fragen, was sind angekommen. Eine ist also, in Meshach von der Kufe, was ihr da ist geklebt, von 17 bis 41, ist da wegen was zu reden gegen andere Centers oder andere Efschonitken Centers, Subcenters, steht mit der, was sind einmal gewesen, zentral in russisch-jüdischen, in ukrainisch-jüdischen Leben, Limoschel, Brod, Lemberg und so weiter, Ades, versteht sich, ist da wegen was zu reden, auf der beteiligten Öfen, wegen der Kulturaktivkeit in anderen Mekäumes, achutz die zwei? No, warte, koldem kol, ist heute mir reden, von jener Zeit, von der Zeit bis den Melchome, ja, seien doch unbedingt gewähnt jüdische Schulen. Postafidisch. Und das meint, dass seien gewähnt Lehrer, seien gewähnt Talmidi, und als sie da jüdische Schule kocht sich etwas um der jüdische Schule. Efter ist das nicht also wichtig historisch, aber von dessen kommt etwas vor, sie da Bibliothek, sie da etwas vor. Gleichzeitig darf man der Monen etliche andere stellen. Adess ist aber wichtig. Adess ist wichtig, in Adess ist gewinnt eine Zeitung, in Adess ist gewinnt ein Musei von Mendele Moiches Forum, bis der Melchome, in Adess kommen gewohnt. Und viele später, viele in die 80er Jahren, sind dort gewinnt etliche jüdische Schreiber. Note Lurier ist dort gewinnt und so weiter. Adess. Sie ist euch gedeiht zu der Monen, die Stadt Dnipropetrovsk, was ist es Dnipro, ja, und dort noch, ist auch gewähnt eine jüdische Tätigkeit, und dort noch hat euch sich besetzt und die ganze Zeit hat er gewohnt dort, ist gewähnt als ein jüdischer Schreiber, ein vergessener Meir Alberton. Was hat er geschrieben? Interessante Sachen, bei ihm ist ein Buch wegen Birabidjan, bei ihm ist ein Buch wegen industriellen Sachen. Das Buch von Birabidjan hat man viel übergesetzt auf Deutsch in die 30er, naja, viel früher, ja. Nein, in die ungefähr 30er Jahren hat man das übergesetzt auf Deutsch. Aber darf man nicht vergessen, also auch Eltern wie Berditschew, weggewehen, eine Zeitung, und ist gewesen. Aber Ukraine ist, wo scheich Lemberg und wo scheich hat jene Zeit, das ist gewesen Ukraine, als auch später, das ist gewesen Ukraine, in 1939, aber so wie gesagt, das ist interessant. Ich weiß, als der Jewish Theological Seminary verendigt ist ein Band von was beschreibt die Archiven von Lemberg. Was aber der nimmt rein, euch eine Sache, was ist für ein Jüdisch. Ihr habt immer zwischen den Kommentaren geschrieben, das ist nicht keine Frage, nur ein Leubwort, euer Buch, euer Lernbuch, intensiv Jiddisch. Mit Bett weiter, die Kehrsache von Eulen. Ihr wisst, ich lerne dem so. Es ist ein Buch, was ich habe angeschrieben, Gott zufällig. Weil das hat gedacht, uns schreiben, ich habe dem gearbeitet in Oxford, ein anderer Mensch hat es gedacht, uns schreiben, und er hat es nicht angeschrieben. Und ich habe nicht gebeten, das sonst zu schreiben, habe ich etwas gemacht, also ja. Ist wohl, ich es angeschrieben, anders. Aber ich bin zufrieden, was als Sachmenschen kommt, das und ich nutze es allein jetzt. Adam. Ja, das ist es. Ja. Man kommt mit einer Rekommendation auf eine Rezension. Adam, ja. So, welche, mir fragt, was für bibliografische Positions wollt ihr geäußert wie elementare, wie fundamentale Werk, gedeiht sich zu bekennen mit den Schreibers von dem Rayon? Ach, gut, der Lektion, was Sie gewinnen, als auch feiner. Ich verstehe. Ja, no, das will ich
אפשר את זה נהיה ביסל הזלפסט קרם, או ברנית נור זלפסט קרם. Das heißt, als jetzt sein etliche Schreiber, was haben zugezogen, archivischen, also akademischen Interesse. Koidem kol David Bergelson. Wegen David Bergelson, Gita Cook, sie sah ein Buch letztens von Professor Harriet Muroff, was ist von Urbana-Champaign, von University of Illinois. Ja, und ich rekommendiere sehr, dem deutschen Buch, ja. Sie hat allein noch nicht allein, aber beschütt ist mit einem anderen, wo er sein Name ist, Sascha Sinderowitsch, hat übergesetzt auf Fidesz ein Buch von Bergelson, was mich in Leinen noch auf Englisch, was ist auf Englisch gesagt, man ist angerufen, Judgment, ja. Wegen der Nisteren ist er ein Buch letztens von meinem guten Haver und Kollege Michael Krutikov, ja, von University of Michigan. Und jetzt komme ich zu der Selbstreklame in einer gewissen Sinn, weil ich habe der Mond die Serie von jüdischen Büchern, was werden ausgegeben in Oxford durch den Verlag Legende. Und das ist ein größerer Verlag und dort ist ein Winkel für Jüdisch, ja. Und in dem deutschen Winkel ist er ein Band wegen Peresmarkischen, es ist ein Band wegen Bergelsonen und es ist ein Band wegen Dernister. Und Ort wird er, bis so viel wird, glaube ich, wird er ein Band wegen der Kulturliga. Aber auch in andere Bücher, wo sein er ausgegeben geworden unter der Marke, kennt man Lane nicht wenig wegen die Kiewer. Die Kiewer, mit die Ukrainer ist auch schwer, ja? Weil ich denke, einer der Kollegen hat mir gesagt, schon, genug Kiew, wollen wir nehmen etwas als Stadt, etwas als kleinere Stadt und sich konzentrieren auf eine kleinere Stadt. Zum Bedeuten ist der, ich habe einmal geprüft, ich habe gesagt, einmal habe ich geprüft, zu machen eine Konferenz, zu organisieren eine Konferenz in Dnipropetrovsk. Ja. Ich habe genommen reden mit die hiege Menschen, aber etwas ist von dem, es ist gar nicht ausgewachsen, zum Bedeuten. Ja. Aber Awade soll gewesen sehr wichtig, zu konzentrieren sich auf andere Ältere. Nicht als es in Kiew, nicht als es in Kharkiv. Wassere Frage ist, verhappen euch letztens, was ist euer Fokus, mit was vernehmt ihr sich, was wollt ihr verändern? Bei mir gehen alles jetzt in Verlag zwei Bücher. Ein Buch geht alles in England und das ist Birabidjan, die Geschichte von Birabidjan. Und ein, das ist alles, von den Plänen sehe ich, das wird alles gehen im Februar, das kommt in die Jahrhäfchen kriegen. Und in New York University Press wird ausgehen im November ein Band von der sowjetisch-jüdischen Geschichte von den Jahren 1953 bis 1967. Das heißt von Stalins AWG bis der Monarchie von der Milchome in Israel und dort. Das ist, aber jetzt will ich sich vernehmen mit einer anderen Sache, was ist eigentlich verbunden mehr mit Kiew. Ihr versteht, in Kiew sein zuträglich geworden, ist es schön, aber zuträglich gewesen, jedenfalls, die Archiven von KGB, wollen wir das anrufen, also KGB, aber es hat sich gebeten, der Name von oder schöner Institution, ja. Ja, bei uns sagt man es auch von die drei Oasis. Ich habe gehört, in Wilnis ist gewesen, die Buchwalach, ja, die drei Oasis. Jedenfalls, in die drei Oasis, zumal das sagen gewesen, vier Oasis, habe ich eine Sache Dokumenten von, und eine Sache von, wegen die jüdischen Schreiber. Und ich will schreiben allein, oder beschütze es mit dem, wir reden wegen dem. Ein Buch, Taki wegen dem, was ist geschehen mit jüdischen Schreibern in die 40er Jahren. Ich habe gesagt, dass in die 30er Jahren hat man sie nicht stark gechappet oder gemacht nicht gechappet.
Aber das ist alles gewesen, gar anders in die 40er Jahren, wenn man sich sehr stark getichert hat. Ist da gewesen, dass man darf sagen, dass das ist ein wilder, ich weiß, teilweise mieser Qual von Informationen wegen die Schreiber, aber sehr wichtig. Und der Qual, was weist eine Sache, was weist eine Sache wegen die Menschen und was weist eine Sache euch wegen der ganzen System, wie das ist alles gewesen und wie soll das gewesen. Und das beide sehr eine Sache. Was ist euch, was ich nicht gewusst hätte, ich habe nicht mehr arbeiten mit dem. Also wenn wir vielleicht arrestieren die jüdische Schreiber, ich habe nur die drei Oisies oder die vier Oisies, vielleicht sie schaffen eine literarische Kommissie. Das heißt, andere Schreiber, vielleicht man nehmen, wenn man so drei Menschen, was haben gedacht, lehnen die Werke von der Kollegen, was sind gesessen in Tfisse und schreiben bei ihnen. Und dann noch, wenn sie es gewinnt, die Rehabilitation, a viele haben der Schreiber schon nicht gewinnt, nicht mit Iber gelebt, aber es sei, wenn ein Prozess von der Rehabilitation, vielleicht man wieder einmal schaffen Kommissies oder beten Literaturkenner zu schreiben wegen oder literarischer Tätigkeit. Es ist ein unikaler Qual, verstehe? Es ist aber der Qual, was mit Auflehnen vorsichtig, ja, vorsichtig. Aber das ist ein unikaler Qual, mir gerät nicht eine Publikation basiert auf Russisch, weil das ist auf Russisch, könnte im Kohl auf Russisch, aber wir wollen das machen, das euch auf Englisch. Und das ist mit dem trage ich sich herum jetzt, ja, mit den Ideen, mit dem Schreiben. Sehr fein, ausgezeichnet. Gut. Professor Esther, ich danke euch für unnehmen die Verbetung. Es gibt uns eine Frage gegen eine äußergewöhnliche Orientation in der Kurve und dem Ort. Und ich habe vergessen zu sagen beim Anhieb von einer Lektion, als die Lektion ist ein Teil von unserer Serie, was wir führen durch alle Jahre bei der Sommerprogramm auf dem Moment von Uriel Weinreich, die Serie von Lektions in der jüdischen Zivilisation. Wir verbeten einmal eine Woche ein Lektor, was redet auf Jüdisch, einmal eine Woche ein Lektor, was redet auf Englisch, auf ein Thema von der Jiddischistik. Und wir danken euch sehr für euer Kommen, euer Bleiben in der Heim und Kommen. Und alle weiter, also solche gute Programme. Wir danken dem Eulen für Kommen und für den beteiligten Sach mit uns, mit seiner Frage, mit seinem Interesse. Und wir wünschen euch alles Gutes. Danke. Gott, als Loch hier.